Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an eine andere Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ich habe unter dem Video ein Live-Channeling verlinkt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, und meine Haare vom Wind, muss ich es jetzt wiederholen. Genau, ich habe auch ein Video unten verlinkt, ein kleiner Einblick in meinen Lebensweg, über all meine Süchte, die ich jahrzehntelang hatte, Bulimie, Magersucht, geraucht wie ein Schornstein, Stalking, Karl gestalkt, war auch so eine Leidenschaft von mir, kennen auch viele. Und Kaufsucht, ich hatte viele Süchte, aber ich bin seit Jahren davon befreit, geheilt. Ja. Ich möchte euch eine Situation erzählen, die ich erlebt habe. Und zwar habe ich ja im letzten Video erwähnt, dass von jetzt auf gleich sich einiges ändern kann oder sich viel ändern kann in deinem Leben. Und es ist auch extrem die Zeit gerade im Moment, wo vieles im Umbruch ist oder wo vieles von innen raus will. Ja, das, jemand, der weise ist, der mit der Energie umgeht, der wird auch belohnt oder der weiß, dass wenn eine Wut hochkommt bei sich selber, weil die Energien eben so sind, dass er sie gut transformieren kann. Ja, entweder sich zurücknehmen, in die Natur gehen, sich von eben solchen Menschen in Abstand nehmen. Und da gibt es ja eben die Menschen, die damit gar nicht umgehen können, die einfach die Wut, weil sie mit sich nicht zurechtkommen, vielleicht nicht das bekommen, was sie wollen, einfach ja, um sich rumschleudern. Ja? Was ich aber jetzt sagen will, es kann aber auch viel Gutes geschehen und es ist mir jetzt auch widerfahren. Alle, die meine Videos kennen, wissen auch meine familiäre Geschichte. Und ich habe ja meine Eltern sind ja mittlerweile nicht mehr am Leben. Und ich habe ja noch drei Geschwister. Und ich war ja immer diejenige, die wirklich von klein auf, ich war das schwarze Schaf in der Familie. Und ich habe ja eigentlich schon immer gekämpft. Also mir war Familie immer wichtig. Ich wollte immer mit meinen Geschwistern in Kontakt. Ich wollte immer, ja, meine Geschwister halt. Ich meine, das ist ja vielleicht, unsere Familie ist ja ein Blut, ist familiäre Blut. Man will das ja nicht aufgeben, man will ja das Leben. Also ich auf jeden Fall wollte das Leben. Und ich kenne auch viele Kunden, denen es auch so geht, die da wirklich gelitten haben, wenn die sich zurückziehen oder wenn die einem nicht Gutes wollen oder ja, dass die halt so sehr am Leiden sind. Und bei mir war es dann eben so, dass ich vor ein paar Jahren eben den ganzen Kontakt mit meinen Geschwistern abgebrochen habe, weil ich einfach gespürt habe, ich will das so nicht mehr, es geht so nicht mehr, dass ich viel am Geben bin, am Kämpfen bin, viel am, ja, auch ich war früher immer da, wenn sie, hauptsächlich meine Schwester, von der rede ich jetzt, ich war immer für sie da und wenn ich mal was wollte, war es halt überwiegend so, dass die Tür vor der Nase zugeknallt worden ist. Ja, und trotzdem war ich für sie da oder habe immer wieder versucht. Und irgendwann war der Punkt, wo ich dann einfach gemerkt habe, jetzt mag ich es nicht mehr, jetzt tut es mir auch nicht mehr gut, jetzt reicht's. Ich habe immer gekämpft und wollte einfach einen Zusammenhalt. Und irgendwann ist man eben an dem Punkt, wo man loslässt. Und das, was ich euch jetzt sage, das kann jetzt auch mit, was ich sage, bezieht sich auf alle Menschen, die wir lieben oder wo wir einfach einen tieferen Bezug haben. Kann auch eure wahre Liebe sein. Wisst ihr, als ich dann vor ein paar Jahren wirklich gespürt habe, mir reicht's, also auch da reicht's mir. Und es hat mir wirklich auch da gereicht. Da war klar, jetzt ist Schluss, es kommt wirklich nichts mehr. Es kommt nichts mehr, weil es geht so nicht mehr. Es geht so nicht. Und ja, meine Schwester hat sich jetzt eben auch gemeldet. Also sie hat mich angerufen und mir eine Nachricht hinterlassen.
Und ich war völlig überrascht. Ich hätte nie damit gerechnet. Nie, weil für mich war es abgeschlossen. Aber jetzt nicht im Bösen, es war im Guten. Innerlich habe ich mir gesagt, es ist gut. Du hast deine Gründe aufgrund ihrer, und das will ich auch noch sagen, aufgrund meiner Schwester, ihrer Lebensgeschichte, wie sie eben groß geworden ist, hat sie ja auch ihr Päckchen gehabt. Und das sehe ich dann auch. Und deswegen war ich nie in Wut, wo mir klar war, dass ich mich trenne. Ich war nie in Wut, sondern ich habe einfach gemerkt, es ist gut so, dann geh du deinen Weg und ich mache meinen. Aber für mich war klar, wenn es, da muss auch eine Einsicht jetzt mal von der anderen Seite kommen, dass man irgendwie auf den gleichen Level kommen kann. Sonst hat es keinen Wert. Und ja, und jetzt hat sie sich gemeldet und ich war völlig überrascht. Also ich muss sagen, ich habe auch geweint. Ich wusste gar nicht, ist das jetzt vor Freude oder mir sind einfach die Tränen gelaufen. Und ich habe jetzt auch 2 Tage gebraucht, um das zu verdauen. Und sie hat mir eben draufgesprochen, dass sie gern will, dass ich mich bei ihr melde, weil sie gern mit mir reden möchte. Und es ist ein gutes Zeichen. Also, und es soll auch was heißen, wenn meine Schwester sich meldet. Es soll was heißen. Und wieso ich das Video mache? Ich möchte euch wirklich damit klar machen, es ist jetzt egal, ob es ein Geschwisterteil von euch ist oder eine wertvolle Freundin oder eure wahre Liebe oder sonst jemand. Wenn ihr wirklich spürt, ihr habt alles getan und ihr merkt, jetzt ist wirklich Schluss und du die Person in Liebe verabschieden. Also ich habe meiner Schwester, wo klar war, ich mache das nicht mehr mit, war kein Groll da, weil ich einfach gespürt habe, sie hat ihre Geschichte und ihre Muster und sie wird ihren Grund haben, wieso sie mit mir eben nicht so in Kontakt kann oder will oder wieso sie mich so behandelt hat, wie sie mich behandelt hat. Und es war nicht ohne. Also sie hat mich nicht gut behandelt. Aber trotzdem, ja, ich habe die Warnsignale nicht gesehen. Ich bin trotzdem immer wieder hin und habe es probiert. Und warum ich euch das jetzt sage, ist wirklich, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich losgelassen habt und euer Leben lebt. Und das mit meiner Schwester war vor 3 Jahren oder 3,5. Dann der letzte Kontakt eben. Dann lebt euer Leben und glaubt mir, es arbeitet in denen. Ich habe das ja im letzten Video auch gesagt, eure wahre Liebe. Es arbeitet auch in ihm, auch wenn er sich eben jetzt nicht meldet. Aber es kocht, es tut sich was. Ich kriege das ja an den Seelenbotschaften mit, die ich vermehrt jetzt auch habe. Wie, wenn ihr von ihm eine macht, wie es ihm geht und was da gerade Sache ist. Und ich möchte euch einfach sagen, vertraut euch da. Macht wirklich eine Grenze, eine liebevolle Grenze, wo ihr einfach sagt, es geht nicht mehr und es arbeitet und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo die Person sich meldet. Und die Person weiß selber, wann sie sich meldet. Wisst ihr, und das meine ich jetzt wirklich. Ihr spürt wirklich, wenn ihr ihn losgelassen habt. Und dann arbeitet es. Es arbeitet. Und deswegen ist mir das wichtig. Jetzt bei meiner Schwester waren es 3,5 Jahre jetzt ungefähr, wo sie sich jetzt von sich aus gemeldet hat. Wie gesagt, ich kenne das nicht. Das ist neu. Also ich habe das energetisch gespürt, wie sie gesprochen hat. Das ist neu. Und das will ich euch, deswegen will ich euch sagen, ich will euch mit dem Video jetzt auch Mut machen. Und einige, die sagen, was, 3,5 Jahre, das ist ja lang. Es geht nicht um das. Es geht darum, wir müssen loslassen in Liebe. Also ich habe gespürt, bei mir war es in Liebe. Es ist jetzt gut. Es war einfach in Liebe. Und da müssen wir hin. Und dann lebt dein Leben. Und der Tag wird kommen, wo auch bei denen was geschieht. Die spüren das ja. Und deswegen vertraut euch weiterhin, vertrau weiterhin eurem Prozess, egal um welche Person es jetzt geht. Egal um welche Person es geht. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt Bedenkzeit gebraucht und es ist neu bei mir, weil normal bin ich jemand, wenn was ist, ich tue sofort eine Rückmeldung geben. Und ich habe jetzt aber für mich gespürt, dass ich mit ihr in Kontakt gehen möchte, weil sie hat sich gemeldet und von mir wäre wirklich nichts mehr gekommen, in diesem Leben einfach nicht mehr. Aber sie hat sich gemeldet.
und mal gucken, wie es weitergeht. Und es ist mutig von ihr gewesen. Ja, liebe Simone, falls du das Video jetzt schaust, ja, danke. Es war mutig und wir werden in Kontakt gehen, falls du schaust. Du weißt ja, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Ich weiß auch nicht, wie du meine Videos verfolgst, falls du es jetzt schaust. Und ja, ich habe mich gefreut. Ja, okay. Ja, okay. Nochmal für euch alle. Ich möchte mit dem Video euch Mut machen. Es kommt alles zur richtigen Zeit. Und in diesen 3,5 Jahren, wo jetzt auch der Kontakt mit ihr nicht war, ist mir schon auch so ein Stück weit bewusst geworden, mehr Mitgefühl für sie auch bekommen. Ja, aufgrund ihrer Lebensgeschichte hat sie sich halt so verhalten, wie es war. Das soll keine Entschuldigung sein, aber jeder hat seine Geschichte. Und trotzdem war aber klar, ich kann mich nicht mehr melden, auch wenn ich Mitgefühl hatte und aus ihrer Sicht sie jetzt auch verstanden habe, wieso sie so war, wie sie war. Aber trotzdem war klar, nee, es muss trotzdem der erste Schritt von ihr kommen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich wieder das Einfühlungsvermögen habe und sie und ich wieder diejenige bin, wo immer kämpfen muss. Deswegen war klar, von ihrer Seite muss was kommen, sonst wäre es wirklich vorbei gewesen. Aber in Liebe, weil von meiner Seite aus im Frieden, und das ist das Wichtige, und das, da müsst ihr hinkommen mit eurer wahren Liebe oder egal mit welcher Person, wo ihr auch wisst, da habt ihr gekämpft. Und ich habe auch viele Kunden, wo es auch um die Geschwister geht, die auch so erlebt, Ähnliches erlebt haben wie ich und die dann auch irgendwann sagen mussten, jetzt ist gut. Also, ja. Okay, also bleibt dran, heilt euch, guckt, wenn ihr wisst, da gibt es noch was zu lösen, oder ihr könnt auch gern Seelenbotschaft von euren Geschwistern machen, wenn ihr da merkt jetzt, oh ja, oder vielleicht gibt es da noch was zu klären, weil, wisst ihr, also ich hatte mit meiner Schwester eben einfach alles geklärt, für mich war klar, es ist Ende Gelände. Und auch mit Aussprache, ich habe einfach gespürt, ich habe wirklich alles getan. Und vielleicht gibt es aber, wenn ihr jetzt merkt, oh, okay, ja, ich merke schon, ich vermisse meinen Bruder, meine Schwester, habe ich wirklich alles mal auch ausgesprochen, oder braucht sie was von mir? Wisst ihr, das unterschätzt es nicht. Nicht so, dass ihr jetzt denkt, alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann wird sie sich, dann mache ich auch nichts mehr. Es kommt drauf an. Ich habe wirklich alles gegeben. Von meinem Herz, mein Herzblut war drin. In jeglicher Richtung. Und deswegen, das könnt nur ihr wissen. Deswegen, wenn ihr da mal nachfragen wollt, auch da bin ich gern da. Ihre Seele, deine Seele. Also für mich war klar, und es ist auch in der Seelenbotschaft so rausgekommen, ich meine, ich habe den Vorteil, ich kann die Seelenbotschaften mehr machen, auch von meiner Schwester zu der Zeit, und da war wirklich klar, ich habe wirklich alles getan. Und deswegen war das auch nochmal so ein Frieden, wo ich gespürt habe, es ist alles gut. Okay? Und unterschätzt es nicht, die kriegen das mit, und dann erst können die auch in ihre Arbeit gehen. Bei uns waren es jetzt 3,5 Jahre. Okay? Also meine Lieben, bleibt wirklich dran. Es macht sich bezahlt, es lohnt sich, und ihr wollt ja mit euch in Frieden kommen. Deswegen nichts verdrängen, sondern wenn euch immer wieder was aufstoßt und immer wieder ein gleicher Gedanke kommt oder immer wieder eine gleiche Frage oder ein gleicher Satz, der euch so immer begleitet, guckt ihn tiefer an durch die Seelenbotschaft, weil es will mir das sagen oder wieso ist das und das immer da. Es ist, da kommt ihr auch weiter, sonst dreht ihr euch und es ist blöd. Es ist einfach nicht gut, weil das eure verschwendete Lebenszeit ist, sage ich es jetzt mal so. Oder unnötige Energie. Okay? Ja, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert mich, teilt das Video, wenn ihr jemand kennt, und bleibt wirklich, der Weg lohnt sich. Egal, ob es jetzt mit eurem Gefühlsklärer ist, wie gesagt, ist mit meiner Schwester, bezieht sich auf jede Person. Es geht darum, wenn du bei dir angekommen bist, wenn du und einfach in Liebe die Person loslässt, wirklich in Liebe, und du spürst und weißt, du hast alles gemacht, dann läuft der Prozess bei der anderen Person. Das ist so. Und die Zeit ist dann in dem Moment egal. Die Zeit wird kommen, wann sie reif ist. Okay? Und ganz ehrlich,
wenn ich so zurückdenke, die 3,5 Jahre, die sind so schnell rumgegangen. Also ich kann es gar nicht glauben. Also von dem her, die Zeit rennt. Also, okay, hab euch lieb. Eure Sabine Michel. Oh, meine Hand. Tschüss.